Ja, ich bin eigentlich Forstwissenschaftler und habe mich von daher schon sehr, sehr lange mit Bäumen beschäftigt und bin dann eher durch Zufall auf das Thema Agroforst gekommen. Und mittlerweile, ja, bin ich seit 2015 professionell in der Beratung und Entwicklung von Agroforstsystemen tätig. In ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, habe also mittlerweile auch ein kleines Team von Leuten unter mir, die da mitarbeiten. Wir machen Beratung, Planung, aber eben auch Umsetzung mit einer eigenen Pflanzmaschine. Genau. Und ich will einfach ein bisschen aus den Erfahrungen berichten, die ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe und natürlich auch ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse mit hineinbringen. Das Ganze wird ungefähr, also wird so in zwei Teilen stattfinden. Wir werden uns erstmal um das Thema Agroforst im Allgemeinen kümmern und dann um das Thema wasserrückhaltende Strukturen. Ja, ich habe die Angewohnheit, immer ein sehr weites Feld aufzumachen und Dinge wirklich von oben herab zu betrachten, einzugrenzen und mich dann immer weiter anzunähern. Und obwohl das alles relativ bekannt ist, denke ich mal, für die meisten, möchte ich den ersten Teil, der diesen Titel trägt, mit einem Bild beginnen, was die ganz große Perspektive aufmacht. Und mit der Frage an uns alle, was das eigentlich für Bedeutung hat, wenn wir aktiv Landwirtschaft betreiben. Vielleicht auch für einige die Frage, was das überhaupt ist. Und die werde ich natürlich beantworten. Das ist eine Darstellung des Jetstreams. Das ist eine ja, sehr hochliegende Luftströmung, die um die Nordhalbkugel zirkuliert. Und die sollte eigentlich nicht so aussehen. Die sollte eigentlich kreisrund sein. Dieser Jetstream wird angetrieben, ganz grob gesprochen, von den Temperaturunterschieden zwischen der äquatorialen Zone und den kalten Polzonen auf der Erde. Also wir haben einen Temperaturunterschied. Luftmassen gleichen sich aus, dann kommt die Corioliskraft dazu und es entsteht eben diese ringförmige Strömung um den Planeten. Und jetzt wissen wir, dass im Klimawandel sich die kalten Bereiche der Erde weniger stark halten in ihrer Temperatur als die warmen Bereiche. Also die Arktis wird wärmer im Verhältnis. Wir haben jetzt grob gesprochen so ungefähr 1 Grad Klimawandel global mit erheblichen regionalen Unterschieden. In Mitteleuropa sind wir so im Schnitt bei 1,5 Grad Erwärmung. In der Arktis sind das aber teilweise schon 3 oder 4 Grad. Ja. Und deswegen ist sozusagen der Antrieb des Jetstreams geringer und regionale Hoch- oder Tiefdruckgebiete können stärker Einfluss nehmen, Landmassen, Ozeane und so weiter. Und dann, weil er nicht so stark angetrieben ist, legt er sich eben in solche Schlingen. Und das ist das, was vielleicht einige schon im Wetterbericht gehört haben, die Dürrejahre der vergangenen Jahre. Das hat sozusagen den Effekt, dass sich in diesen Schlingen die aktuelle Wetterlage einfach länger hält. Also wenn man jetzt von Süden so eine Ausbuchtung hat, kann sich eine heiße, trockene Wetterlage sehr, sehr lange halten. Auf der anderen Seite kann aber auch eine arktische kalte Luftmasse ziemlich weit in den Süden einbrechen. Und das sind so die Phänomene, die wir eben aus den letzten Jahren kennen, dass wir irgendwo nochmal einen ganz krassen Wintereinbruch haben, nochmal eine Kälteperiode, richtig knacke Frost und auf der anderen Seite diese langanhaltenden Hochdruckperioden im Sommer, was dann dazu führt, dass es in Europa nach dem Dürremonitor so aussieht. Ganz verpixeltes Bild, ja, aus dem Internet. Aber man kann es erkennen. Also braune Zonen sind die Bereiche, wo die Böden deutlich trockener sind als im langfristigen Durchschnitt. Blau ist, wo es feuchter ist. Und die hellen Bereiche sind eher neutral. Und da sehen wir, dass eben hier Mitteleuropa zum Beispiel von einer ganz extremen Dürreperiode betroffen war. Und das liegt eben an so einer Jetstream-Schlinge, die sich gebildet hat und eben monatelang oder wochenlang das beeinflusst hat. Und das Interessante dabei ist, dass wir einen selbstverstärkenden Effekt haben. Denn was passiert, wenn ein Boden austrocknet? Die Pufferkapazität für Temperatur dieses Bodens sinkt. Also wenn wir Wasser im Boden haben, dann muss die Sonne erstmal dieses Wasser im Boden erwärmen. Und
dann erst wird der Boden heiß und kann selbst eine Wärmestrahlung entwickeln. Wenn der Boden trocken ist, dann haben wir sehr, sehr schnell eine gute Ausstrahlung des Bodens und damit verstärken wir das sozusagen wiederum. Und das ist das Riesenproblem, dass wir in eine Periode eintreten, wo wir sehr, sehr viele Teufelskreise haben, die sich rund um das Thema Wasser drehen. Also Wasser, was eigentlich im Boden als Kühlmittel wirken sollte oder was es lange getan hat, ist jetzt in der Atmosphäre. Die Atmosphäre ist heißer. Der Boden heizt sich schnell auf, verstärkt das wiederum. Und dann haben wir sehr, sehr viel Wasser in einer heißen Luft. Und irgendwann muss es natürlich abregnen und dann haben wir wieder Starkregen. Und das ist sozusagen das, worauf ich hinweisen will, warum dieses Bild vom Anfang, das ganz Große, so bedeutsam für uns ist. Also Klimawandel bedeutet einfach, wir haben zwei Seiten einer Medaille. Wir wechseln ständig zwischen Dürre und Hochwasser. So, das wird zur Regel werden. Und wir sehen es ja an den letzten Jahren. Und das Interessante ist, es gibt eine zeitliche Abfolge. Also hier dieses Bild, das sind zwei Bilder aus dem Ahrtal. Einmal beim Hochwasser und einmal ein Jahr später. Beides aus dem Ahrtal. Also wir haben Hochwasser und dann haben wir eine ausgetrocknete Flussaue, die so stark aufheizt, eine solche Thermik entwickelt, dass dort ein Gleitschirmflieger fliegen kann. Ja, der fliegt ja, der hat keinen Motor. Der ist auch von den Hügeln dort gestartet. Ja, aber der sucht Thermik. Und ohne Thermik können die nicht fliegen. Und Thermik entsteht, wenn ich heiße Flächen habe. Ja, also wie die Raubvögel, die über dem Acker kreisen, so machen die das auch. Und da sehen wir sozusagen diesen zeitlichen Wechsel aus zu viel Wasser und zu wenig Wasser und dann Überhitzung, Hitzestrahlung. Und man kann das auch räumlich sehen, wie zum Beispiel auf diesem Bild hier. Da sehen wir, dass zu viel an Wasser in den tiefen Linien der Landschaft und in den Hochlagen sehen wir gleichzeitig, dass zu wenig an Wasser. Also das Wasser, was hier Erosion verursacht einerseits und verloren geht andererseits und Hochwasser verursacht, ja, dritter Punkt, dieses Wasser ist dort oben weg und dient nicht mehr der Landwirtschaft, nicht mehr der Pflanzenproduktion. Und das ist eben das Problem, vor dem unsere landwirtschaftlichen Betriebe stehen, wo wir etwas machen müssen. Und das Ganze eben auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Wir haben das auf kontinentaler Basis sozusagen, diese Unausgeglichenheit des Wasserhaushalts. Wir haben es auf regionaler Basis und wir haben es eben wirklich auch auf einer Fläche. Und das vom Hügelland, von windigen Böden bis ins Flachland, auf den Sandböden. Weil wenn jemand sagt, auf Sandböden und im Flachland gibt es keinen Oberflächenabfluss, ja, dann würde ich das dagegen halten. Das stimmt so nicht. Und da gibt es auch Rechenmodelle zu, wo wir das gut belegen können. Wir haben Oberflächenabfluss auf fast allen Böden und auch bei fast allen Nutzungsformen. Die Frage ist immer nur, wie viel. Und die Frage ist, ob dieser Oberflächenabfluss Erosion verursacht, weil nur dann sehen wir ihn in der Regel. Sonst ist er relativ schwer zu beobachten, wenn man nicht im strömenden Regen draußen steht. Die Menschen haben ja doch die Tendenz, dann eher reinzugehen. So, schauen wir uns das also nochmal modellhaft an, meine hochprofessionelle Darstellung hier. Also Grafiker bin ich nicht. Wenn wir eine Landschaft haben, die so wie ganz früher mal aussieht, ja, dann haben wir also einen Niederschlag, der fällt und wir haben zum Beispiel einen Rückhalt in der Baumkrone und wir haben einen Boden, der sehr stark durchwurzelt ist. Wir haben Humus und Bodenleben, wir haben also eine starke Porigkeit des Bodens und wir haben Wasser, was wieder in einen kleinen Kreislauf eintritt, was also in der Landschaft verdunstet und dann wieder abregnet und demzufolge einen leichten, aber stetigen Zustrom zu den Quellen in die Gewässer und eine ausgeglichene Abflussganglinie, also wenig Unterschied zwischen Niedrigwasser und Hochwasser. Wenn man das jetzt beseitigt, was in verschiedenen Maßstäben in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden in Mitteleuropa geschehen ist, dann haben wir dieses Landschaftsmodell, also ohne oberirdischen Puffer, ohne unterirdischen Puffer. Und damit geht sozusagen jeder Regen in voller Stärke in die Gewässer, nimmt Sediment mit und verursacht Hochwasser. Und dann ist irgendwann wieder zu wenig Wasser da. So, und da ist es natürlich so,
dass die Landwirtschaftsbetriebe dranhängen, weil sie ihren Boden verlieren. Ja, das mag nicht überall so drastisch aussehen. Und ich möchte da auch nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Also das passiert in allen möglichen Anbauformen, das passiert auf allen Böden. Und wir können natürlich mit der Bewirtschaftung etwas tun. Man kann einen guten Ackerbau betreiben, man kann aber auch einen schlechten Ackerbau betreiben. Da haben wir ganz, ganz viele Hebel in der Hand. Ja. Und das ist natürlich auch im eigenen Interesse der Betriebe. Das ist aber auch so, dass es im Interesse der Gesellschaft ist, weil wir natürlich Stoffausträge haben, die dann in die Gewässer gehen, die wir in ganz Deutschland haben. Und das ist für die Landwirtschaft eigentlich sehr interessant, weil da relativ viel Geld drin steckt. Also Hochwasserschutz ist etwas, was den Großteil der Gesellschaft wirklich interessiert. Jetzt sind wir aber nur noch ein paar Prozent der Bevölkerung, die wirklich Landwirtschaft betreiben. Und ich finde, das darf man dann nicht immer so als Feindbild sehen, dass jetzt die Gesellschaft irgendwas von uns will und dass wir da irgendwas auf der Fläche machen, sondern da sind wirklich Gelder. Ja? Also Hochwasserschutz ist einfach was, was wirklich die tiefsten Ängste der Menschen berührt, zu Recht. Und da werden eigentlich Millionen versenkt in große technische Bauwerke. Und das könnte man auch umleiten in die Landwirtschaftsfläche und damit produktionsintegrierte Maßnahmen fördern, die gesellschaftlich was bringen, nämlich Hochwasserschutz, die aber auch betrieblich etwas bringen, nämlich mehr Produktivität und mehr Stabilität. Also, wenn wir von der Landschaftsebene schauen, und man könnte jetzt auch sagen Landwirtschaft, also welche Landschaft oder welche Landwirtschaft bietet uns denn in diesem Klima, was immer mehr Schwankungen beinhaltet, immer extremere Wetterlagen, einen Schutz vor eben Hochwasser, Dürre, was hält uns denn den Boden und wie können wir dann auch noch unsere Produktivität erhalten oder steigern? Das ist sozusagen die Frage, der ich nachgehen möchte. Und das, ich gebe zu, didaktisch unklug mit einem, naja, so jedenfalls nicht. Ich finde es immer interessant, Produktionssysteme anzuschauen und mich zu fragen, was ist denn ein natürliches Vorbild dafür? Und das ist natürlich ein Produktionssystem, eine Landwirtschaftsfläche, aber strukturell ähnelt sie eigentlich dem natürlichen Ökosystem Wüste, würde ich mal behaupten. Also keine Struktur, keine Vertikalstruktur, wenig Humus im Boden, wenig Verdunstungsleistung und damit ist sie sozusagen, ist es eigentlich vorprogrammiert, dass sie sich auf unsere Landwirtschaft, aber auch auf die Funktionen dieser Landwirtschaft, die die Gesellschaft haben will, negativ auswirkt. Wenn man sich dieses Modell jetzt nochmal modellhaft anschaut, ja, dann sieht das so aus. Also eine Landschaft, in der Strukturelemente, und zwar lebende Strukturelemente, Vegetation mit einer großen Blattmasse, in eine Landschaft, in der diese Elemente fehlen, hat gewisse Wirkungen. Der Wind wird nicht gebremst und gleichzeitig haben wir das Problem, dass eben Böden sehr stark austrocknen. Ja, und dadurch haben wir sehr, sehr viel Hitzestrahlung. Und wir haben auch wenig Verdunstungskühlung durch weniger Blattorgane. Ja, also wir haben einen schnellen Wind, wir haben einen heißen Wind und wir haben eine hohe Temperatur und auch der Oberflächen. So, und damit zieht jetzt eine solche Landschaft natürlich viel Feuchtigkeit aus dem Boden raus und aus den Pflanzen und transportiert das auch ab. Gleichzeitig haben wir wenig Wolkenbildung, weil ja die Luft heiß ist und damit mehr Wasser aufnehmen kann, bevor es wieder abregnen muss. Ja, also eine strukturschwache Landschaft und damit meine ich, wie gesagt, die Vegetationsstruktur, ja, nicht das Eigentum, also klein strukturierte Landschaft von, im Sinne von, wir haben ja kleine Äcker, das bringt nichts. Ja? Weil meteorologisch gesehen ist die Landschaft immer noch glatt, egal ob ich viele Flurstücke habe oder nicht oder viele Feldblöcke. Und das merkt man zum Beispiel an solchen Darstellungen hier. Also das ist die bekannte weltweite Temperaturanstiegskurve, hier die schwarze. Und interessant ist zum Beispiel diese graue hier, die um den Temperaturanstieg über Meer bereinigt ist, also nur den Temperaturanstieg über Land darstellt. Ja, und
da kann ich sozusagen keine wissenschaftliche Aussage zu treffen, aber ich finde es interessant, dass ab der Mitte des 20. Jahrhunderts hier, also hier 1960, diese Schere auseinandergeht und der Temperaturanstieg über Land so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ich frage mich, warum? Und ich muss dann immer daran denken, dass seit den 50er oder 60er Jahren zwei Dinge sich wirklich sprunghaft, quasi exponentiell auf der Welt verbreitet haben. Und das ist die Motorsäge und der Traktor. Ja. Und wir wissen, dass seit den 50er Jahren, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, weit über 50% der Hecken vernichtet wurden, gerodet wurden. Wir wissen, dass Streuobstwiesen gerodet wurden, dass die Tropen entwaldet wurden und so weiter. Also wir haben seit der Mitte des 20. Jahrhunderts als Menschheit eine unglaubliche Energie da reingesteckt, der Welt ihre Verdunstungsorgane und Kühlungsorgane zu nehmen. Und das führt uns sozusagen zu der Frage, was denn fehlt. Es ist der kleine Wasserkreislauf, landschaftsintern. Es ist natürlich die Wolkenbildung, der Wasserrückhalt und damit die Kühlung von Landschaften. Ja. Und damit einher geht die Kohlenstoffbindung. Ja. Kohlenstoff ist in aller Munde, aber viele Leute vergessen, dass Kohlenstoffbindung auch am Wasser hängt. Also ohne Wasser keine pflanzliche Produktion, ohne pflanzliche Produktion keine Kohlenstoffbindung. Ja, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es einiges an interessanten Erkenntnissen, die uns in der Landnutzung hilfreich sein könnten, diese umzugestalten. Schauen wir uns das mal genauer an. Zwei Ergebnisse der neueren Forschung. Das ist also aus einer sogenannten Meta-Analyse. Das heißt, man hat einfach Literaturdaten, also Forschungsliteratur der letzten Jahrzehnte ausgewertet und hat die nochmal genau unter die Lupe genommen, hat gesagt, okay, was sind denn eigentlich die Ergebnisse, wenn man sich diese Studien genauer anschaut? Ja, und dann nehmen wir zum Beispiel mal diese Grafik hier über die Grundwasserversorgung oder die Trinkwasser, also Grundwasserneubildung und Versickerungsrate. Man hat also lange Jahre, Jahrzehnte angenommen, dass hier diese helle blaue Linie eigentlich gültig ist. Das bedeutet, unter Freiflächen habe ich die höchste Versickerungsrate und unter Waldflächen habe ich die geringste. Warum bauen wir dann eigentlich Trinkwasserschutzwälder? Weil die Qualität die beste ist. Wir haben also unter Wäldern einfach die beste Wasserqualität und wir haben die stetigste Versorgung. Aber man hat immer gedacht, es ist nicht die größte Menge, die wir an Grundwasserneubildung unter Wäldern bekommen. Ist natürlich auch sehr abhängig von den Wäldern. Diese Daten bilden einfach den globalen Durchschnitt der untersuchten Studien ab. So, und wenn man sich das aber anschaut, ist sehr interessant, dass die Forschungsergebnisse eigentlich sagen, diese Kurve hier stimmt. Wir haben weder unter der Freifläche noch unter den Wäldern die größte Grundwasserneubildung. Warum? Im Wald haben wir einen Kronenrückhalt. Das ist das, was ich ja anfangs schon sagte. Das heißt, von einem Regen kommt gar nicht so viel Wasser unten auf dem Boden an und geht auch gar nicht in die Tiefensickerung, sondern verdunstet gleich wieder. Das ist natürlich wieder gut für den atmosphärischen Wasserhaushalt, für die Wolkenbildung und so weiter. Gleichzeitig haben wir im Wald etwas, was wir auf der Freifläche nicht haben. Wir haben einen Schutz für den Boden. Also wenn auf der Freifläche die Sonne scheint, trocknet der Boden aus. Wenn der Boden ausgetrocknet ist, wird er hydrophob und der nächste Regen läuft eher ab, als dass er einsickert. Ja, gerade bei lehmigen Böden, gerade bei bindigen Böden, wenn wir wenig Humus haben. Wir haben auch keine Laubauflage, die den Boden schützt, die das Bodenleben erhält, sodass der Boden porig ist. Ja, also einen trockenen Ackerboden verglichen mit einem immer noch feuchten Waldboden. Da kann man sich vorstellen, welcher Boden den nächsten Regen besser aufnimmt. So, aber im Wald kommt ja gar nicht so viel an am Boden. Und das ist der Punkt, warum weder der Wald noch die Freifläche eine gute Grundwasserneubildung haben, sondern der Kompromiss aus beidem. Wenn wir eine gute Verteilung von Gehölzen in der Fläche haben, dann haben wir einen Schutz des Bodens. Das wissen wir auch. Also aus Agroforstsystemen, aus lichten Baumsystemen wissen wir, dass die Böden weniger austrocknen. Und wenn sie das tun, dann kann der nächste Regen besser aufgenommen werden. Von diesem Regen kommt aber auch mehr an am Boden, weil wir ja nicht so ein dichtes Kronendach haben. Ja? Und das ist eine wirklich wesentliche Erkenntnis für die Gestaltung von klimagerechten Landschaften, in denen wir eine
gute Produktivität der Landwirtschaft erhalten können, weil die ja am Wasser hängt, weil wir die Grundwasserneubildung und die Wasserversorgung des Bodens brauchen. Ja. Kommen wir zur zweiten Erkenntnis, dargestellt in dieser Grafik. Es geht um das sogenannte Niederschlagsrecycling, also den landschaftsinternen Wasserkreislauf. Wir wissen, dass die Wolkenbildung dann entsteht, wenn wir Kondensationskerne haben. Das sind diese kleinen hier dargestellten gelben Kügelchen. Und nun sagt die neuere Forschung, ein ganz, ganz großer Teil dieser Wolkenbildungskerne ist gar kein Staub. Also ne, ein Wassertropfen muss an einem Partikel kondensieren, damit er größer werden kann und irgendwann als Regen runterfällt. Und ein ganz, ganz großer Teil davon sind gar keine Staubpartikel in der Luft, sondern sind Pflanzen, Duftstoffe und Bakterien, die über die Verdunstung der Pflanzen in die Atmosphäre gelangen und teilweise bis in die Stratosphäre nachweisbar sind. So, das heißt, Vegetation und insbesondere Waldvegetation, Gehölzvegetation mit ihrer hohen Blattfläche imitiert überhaupt erstmal die Grundlage dafür, dass es Regen gibt. Ja, ganz, ganz wichtig. Oder einen großen Teil dieser Grundlage. Und wenn man jetzt kontinentale Luftströmungen anschaut, also in Europa zum Beispiel von Westen nach Osten, dann braucht es Wiederverdunstung und Kühlung durch Vegetation, damit der Regen, der fällt, wieder verdunstet wird und dann auch sozusagen der Taupunkt so niedrig ist, dass es wieder Wolken gibt und der wieder abregnet. Also Wasser muss viele, viele Male recycelt werden, um weiter in den Kontinent hineinzuwandern. Und das ist sehr, sehr gut belegt für Afrika, das ist sehr, sehr gut belegt für Nordamerika. Und in Europa habe ich selbst jetzt keine Daten dazu vorliegen, die jetzt genau das untersucht haben. Aber wenn wir uns das mal anschauen, dass wir in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen einen Großteil der Vegetation beseitigt haben und dass es im Osten immer trockener wird, ja, in den Kontinent hinein, dann wäre auch das eine spannende Frage. Inwieweit hat denn die Entwaldung Europas und oder die, ich möchte gar nicht sagen Entwaldung, sondern weil es gibt ja auch Bäume und Verdunstungsstrukturen außerhalb des Waldes, die Entgrünung, würde ich mal sagen, oder die Beseitigung von viel Photosyntheseorganen. Inwieweit hat das denn dazu beigetragen, dass die Dynamik verstärkt wird, dass es im Kontinent trockener ist? Und aus diesen ganzen Erkenntnissen und Einsichten gibt es auch einige Studien, die sagen, wir brauchen einen Landschaftswandel, also es ist untersucht auf jeden Fall, dass eine andere Landschaftsstruktur, eine andere Temperatur und Wasserdynamik hervorruft. Also von der Heizlandschaft hin zur Kühllandschaft. So, wie muss die aussehen? Wir brauchen also deutlich mehr Blattorgane. Wir müssten wieder in den dreidimensionalen Raum gehen mit der Verdunstungsinfrastruktur. Und dann haben wir eine hohe Rauigkeit in dieser Landschaft. Und die Rauigkeit heißt, dass wir viel Vertikalstrukturen im Wechsel mit flächigen Strukturen haben. Ja, also ein dichter Wald zum Beispiel in einem geschlossenen Kronendach hat gar nicht so eine starke Rauigkeit wie ein gestaffeltes System. Also sowohl über den Acker mit einem dichten Bestand als auch über den Wald mit einem dichten Bestand kann Wind relativ gut hinweggehen. Und erst wenn wir eine Lückigkeit haben, dann gibt es Verwirbelungen und dann kann also sozusagen auch die Luft mit Feuchtigkeit angereichert werden. Wir regen den Austausch von Luftmassen an und das verstärkt wiederum die Wolkenbildung landschaftsintern. Und weil es ja auch kühler ist, ja, dann auch die Regenwahrscheinlichkeit, also die Wiederabregnung. So, jetzt ist die große Frage, wie könnte denn eine solche Landschaft aussehen? Und jetzt muss ich wieder didaktisch unklug mit einem "na so natürlich nicht" weitermachen. Hier haben wir sozusagen das andere Extrem, nicht das ökologische Modell Wüste, sondern eine wunderschöne, für viele wäre es wahrscheinlich eine Art Naturlandschaft, aber das ist gar kein natürliches System. Das ist eine Waldweide, also ein Hutewald, ein Produktionssystem, ein traditionelles. Und hier sehen wir wieder die Elemente, die dazu führen, dass die Dinge erfüllt sind, die wir jetzt eigentlich brauchen mit dem Klima, was wir bekommen. Also Strukturvielfalt mit hoher Dichte an Blattorganen. Wir haben ja hier wirklich
in einer Höhe von 20, 25 Meter alles voll mit Photosyntheseorganen, die CO2 binden, die aber auch den Wasserkreislauf am Laufen halten. Ja? Und das ist natürlich eine Fülle an Blattmasse, die wir in einem einschichtigen Produktionssystem nicht erreichen. Ja, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der dichte Buchenwald, der nur noch oben wirklich aktive Blattmasse hat und darunter ist sehr viel nichts, weil es da zu schattig ist. Oder ein anderes System ist zum Beispiel auch das Grünland oder der Acker, wo wir maximal mit Mais irgendwo ja, so eine Höhe erreichen an Photosyntheseorganen. Aber diese Dichte und die Effizienz kriegen wir eben nur mit einer Entfaltung hin. Also so wie der Kühler beim Auto, wie in der Heizung oder die Darmzotten im menschlichen Körper. Also Oberfläche wird erhöht. Und wir haben hier ganz, ganz viel diffuses Licht. Und diffuses Licht ist enorm wichtig für die Produktion. Also alle, die Ackerbau betreiben, wissen das ja, wenn die Sonne aufs Getreide brennt, wenn die Oberflächentemperatur zu hoch wird, dann macht das die Spaltöffnungen zu und es produziert gar nichts mehr. Und das ist ein limitierender Faktor, den wir immer verstärkter zu spüren bekommen. Ja, früher war halt vielleicht Schatten ein limitierender Faktor, heute ist es oft zu viel Sonne. So, und jetzt ist die ganz große Frage, naja, wenn so strukturell betrachtet ein sinnvolles Landnutzungssystem aus Sähe, um die Klimafolgen abzuschwächen, um also wieder ja, ein geregelteres Niederschlagsregime zu bekommen, weniger Extreme, und das auch besser puffern zu können, wie kann denn das dann in unserer genutzten Landschaft und mit unserer Landwirtschaft aussehen? Und da kommt sozusagen die Idee der sogenannten Ökosystem-Mimikry ins Spiel. Mimikry ist ein Begriff aus der Biologie, also das Nachahmen anderer Organismen, zum Beispiel der Schmetterling, das Tagpfauenauge, das so Augen drauf hat und so tut, als wäre es ein Vogel, damit er nicht angegriffen wird. Und so können wir also auch ein Ökosystem nehmen und sagen, wir gucken uns an, was dieses Ökosystem strukturell tut. Ja, viel Oberfläche, viel Lichtausnutzung, viel Humus im Boden, viel Feuchtigkeitsspeicher. Und jetzt bauen wir das um in ein entsprechendes Produktionssystem, was strukturell gesehen das Gleiche tut. Und da sind wir eben bei einem Agroforstsystem zum Beispiel. Also auch hier haben wir im Vergleich zu einer ja, meteorologisch glatten Fläche eine Rauigkeit, vielleicht nicht so stark wie in dem anderen Bild, aber hier ist eine deutliche Staffelung zu sehen und wir haben eine deutliche Anreicherung mit Verdunstungsorganen. Ja? Also dieses Bild hier, finde ich, ist sehr schön sozusagen der Kühler auf Landschaftsebene. Ja? Und dieses System bietet sozusagen jetzt auch einige Vorteile, wo ich nochmal so ein paar Ergebnisse der Forschung reinstreuen will oder Überlegungen, die darauf aufbauen. Eines zum Beispiel ist zum Beispiel die Kohlenstoffspeicherung. Also wenn man Bäume in der Landwirtschaft betrachtet, da unten diese Zahlen, das sind immer die Quellenangaben, die am Ende der Präsentation sind. Manchmal stehen die Quellen auch direkt drin. Ich bin da ein bisschen faul, aber es gibt die Quellen. So, das bezieht sich auf die ganz obere Zahl. Wenn wir also alle Bäume in der weltweiten Landwirtschaft zusammenzählen, dann haben wir ungefähr 130 Gigatonnen CO2-Speicherung. Nicht Kohlenstoff, sondern CO2. Und das wäre sozusagen die ganz einfache Überlegung. Das habe ich da. Wie viel Kohlenstoff können wir denn dann einsparen? Und das ist ein sehr interessantes Potenzial, weil in Wäldern, wo schon viel Masse steht, da sind wir ja schon in einem Fließgleichgewicht. Wir ernten was, wir nehmen was raus, es wächst was nach. Da lässt sich gar nicht mehr so viel aufbauen. Ja? Man kann natürlich den Totholzanteil erhöhen und so weiter. Aber wirkliches Aufbaupotenzial von stehendem Kohlenstoffspeicher haben wir ja dort, wo noch keiner ist, also in der Landwirtschaftsfläche. Und nebenbei bemerkt ist es auch so, dass weniger als 5% der weltweiten Landschaftsfläche über 60% Baumbestand haben. Also das ist wirklich eine kleine Fläche, wo schon einiges an Bäumen steht. Der Rest ist fast baumfrei, weltweit betrachtet. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die eben nur Bäume können oder eben auch Vegetation im Allgemeinen, weswegen das eine gute Idee ist, auf Vegetation zu setzen und nicht auf CO2-Einsparungen, zum Beispiel durch technische Energieerzeugung. Ja? Also wenn ich zum Beispiel durch eine Solarzelle Strom erzeuge, habe ich sehr viel CO2 eingespart, weil ich diese Energie nicht fossil verbrauche.
Aber eine Solarzelle kann eine Sache jedenfalls nicht, die ein Baum kann. Und das ist dieses Ding hier sozusagen, ja, die Emission von Pflanzenduftstoffen. Es wurde nachgewiesen, dass diese Pflanzenduftstoffe bis in die Stratosphäre aufsteigen und dort am Treibhausgasabbau teilnehmen. Ja. Das sind wichtige Katalysatoren für die Zersetzung von CO2, Methan und Lachgas, also unsere wichtigsten Treibhausgase. Und das ist wirklich interessant, weil es eben neben der Kohlenstoffbindung passiert. Eine ganz wichtige Sache. Dann sind solche Agroforstsysteme für die Biodiversität interessant. Also hier auch mal ein Vergleich zwischen einfachen Energieholzsystemen und Heckensystemen, wobei ich gar nicht sagen will, das eine ist besser als das andere, aber die Kombination ist interessant und das Ergebnis ist eigentlich schon mit einfachen Agroforstsystemen können wir eine Steigerung der Vielfalt wieder erreichen und das ist natürlich auch ein attraktiver Fördergrund für die Gesellschaft, weil Biodiversität einfach auch was Wichtiges ist. Und dann kommen wir zu dem, was es wirklich interessant macht für die Landwirte eigentlich. Und das ist die Produktivität. Wenn wir uns diese Grafik anschauen, ja, verminderter Verdunstungsstress. Was passiert da eigentlich? Also wir haben von Bäumen eine Wirkung auf die Ackerkultur. Und wenn man sich diese Grafik anschaut, werden jetzt alle Landwirte sagen, ja, aber man sieht das doch an Hecken, an Baumreihen, da ist doch weniger Ertrag. Ja, das ist richtig. Das ist aber vor allem eine Folge von Wurzelkonkurrenz, die wir an alten Gehölzsystemen beobachten, nicht bei neu angelegten Agroforstsystemen, wo wir eine Wurzelerziehung durchführen. Denn die Schattenwirkung ist eigentlich so, dass sie eben die Temperatur senkt und wir auch in Kulturen, die näher an Bäumen dran stehen, einen Mehrertrag hätten. Nur durch die Wurzelkonkurrenz wird dieser Effekt eben überlagert. Was interessant ist, ist, dass in der Fläche dazu noch ein Mehrertrag stattfindet. Also der sichtbare Minderertrag an einer Gehölzreihe. Also man sieht, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Baumreihe und da ist der Mais nur halb so hoch, ja, das ist er vielleicht auf ein paar Metern. Und wenn ich dann aber in den Acker reingehe, dann wächst sozusagen der Mais überall besser, als wenn es die Gehölzreihe nicht gäbe, weil sie auf die gesamte Fläche wirkt. Also man sagt, die Höhe von Gehölzen, Faustregel mal 7 ist dieser Schutzeffekt nachweisbar. Und da haben wir wirklich handfeste Ergebnisse, zum Beispiel aus Brandenburg, wo man in Agroforstsystemen einen Mehrertrag im Getreide von 16% beobachten konnte. So, das ist ein Fallbeispiel. Ich möchte es aber erläutern. Ich sage nicht, dass das hier bei allen Bauern so funktioniert. Das hängt von Böden ab, das hängt von anderen Faktoren ab. Dort, wo dieses Ergebnis herstammt, haben wir relativ schlechte Böden, relativ sandige Böden und einen Getreideanbau, der im Vergleich zu wirklich guten Böden nicht so produktiv ist. Wenn man jetzt in diese Systeme Gehölze mit reinpackt, dann vermindert sich vor allem der Verdunstungsstress, der dort, und das wird hier aber ähnlich sein, ein ganz, ganz starker beschränkender Faktor für das Pflanzenwachstum ist. Ja, also wir wissen, dass Ertrag ganz, ganz stark an die Windgeschwindigkeit gekoppelt ist, an den Austausch von Luftmasse und den Abtransport von Feuchtigkeit. Ja, das ist das eine, wenn ich sozusagen Luftaustausch habe ohne Feuchtigkeitsanreicherung, dann verliere ich Feuchtigkeit. Wenn ich Luftaustausch in Strukturen habe, wo ich auch Feuchtigkeit reinbekomme über Verdunstung, sinkt der Verdunstungsstress für die einzelne Kultur wieder. Also zum Versuchsdesign, wir haben einen Ackerschlag von ungefähr 100 Hektar und wir haben daneben einen Ackerschlag auch von ungefähr 100 Hektar. Nur auf diesem Ackerschlag steht alle 50 Meter ein ungefähr 12 Meter, 9 Meter dicker Agroforststreifen. Gehölze im Kurzumtrieb, also für Hackschnitzel. Ja, vergleichbar mit einer Heckenstruktur, aber eben aus Pappel, Weide und anderen Gehölzen, die sozusagen schnell geerntet werden. So, also auch wieder der typische Kühlergrill-Effekt. Ich zeige einfach mal schnell ein Bild, wie sowas ungefähr aussieht. Ja, sowas hier. Also der typische Energieholzstreifen im Ackerbau. So sieht das also aus.
Und jetzt vergleichen wir diese 100 Hektar Acker mit 100 Hektar Agroforstsystemen und kommen darauf, oh, im Agroforstsystem haben wir 16% mehr Getreide stehen, weil wir, das heißt, es wurde parallel untersucht, verminderten Verdunstungsstress haben. Also die Austrocknung ist einfach der limitierende Faktor. Das Interessante ist, ich habe gerade gesagt, ja, Agroforststreifen so und so breit. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf. Man könnte es nochmal überschlagen, aber der Flächenverlust für die Agroforststreifen betrug ungefähr 16%. Das bedeutet, wir haben den Flächenverlust ziemlich genau ausgeglichen, haben aber zusätzlich noch einen Hackschnitzelertrag im Betrieb. So, und jetzt kommt diese LER. Was ist die LER? LER steht für Land Equivalent Ratio. Das ist also eine Verhältniszahl für die Produktivität kombinierter Systeme verglichen mit konzentrierten oder einzelnen Systemen. Und dazu einfach diese Grafik hier unten. Einfach mal diese Zahlen vergessen. Ich nehme mal einfachere Zahlen, nur um es nachzuvollziehen. Sagen wir mal, wir haben 1 Hektar Getreide und wir haben 1 Hektar Baumfrüchte. Sagen wir mal Walnüsse. Ja, ich will nicht schon wieder Apfel sagen. Das mache ich sonst immer, weil es so aussieht. Könnten aber auch Erdbeeren sein, die da an den Bäumen wachsen. Gut, also sagen wir mal Walnüsse. So, jetzt haben wir 1 Hektar Getreide und der produziert uns einfach mal rechnerisch, sagen wir mal 10 Tonnen Getreide, damit es einfach ist. So, und wir haben 1 Hektar Walnüsse, Walnussplantage, alles voller Walnüsse und der produziert uns jetzt 10 Tonnen Walnüsse. Das heißt, auf 2 Hektar haben wir 20 Tonnen Ertrag. Wenn wir das jetzt zusammenschieben, so wie auf dem unteren Bild, würde man ja davon ausgehen, dass wir etwas Fläche für den Getreideanbau verlieren und etwas Fläche für den Walnussanbau verlieren. Man könnte also davon ausgehen, dass beide Kulturen etwas weniger produzieren. Sagen wir mal, wir haben jetzt noch 8 Tonnen Getreide und 8 Tonnen Walnüsse. Dann haben wir aber auf 1 Hektar 16 Tonnen Ertrag. Das wäre eine LER von 1,6, ja, von 10 Tonnen zu 16 Tonnen, ja, um das zu erklären. Was aber noch reinspielt in die LER, ist die ökonomische Gesamtbetrachtung. Das heißt, da werden auch die Preise mit reingenommen. Da nehme ich nicht den Ertrag in Tonnen, sondern den Ertrag in Geld. Damit wird das immer berechnet. So, und deswegen kommen wir auf diese phänomenalen Werte in Brandenburg, wo man sagt, das Agroforstsystem, was da untersucht wurde, war doppelt bis fast dreimal so produktiv wie ein einzelnes System, weil wir Getreide und Hackschnitzel hatten und auf den ärmeren Standorten die Hackschnitzelproduktivität gepaart mit dem guten Hackschnitzelpreis im Vergleich zum Getreidepreis einfach besser abgeschnitten hat. Ja? Das ist also einfach ein Fallbeispiel, was sehr, sehr deutlich macht, dass diese sichtbaren Effekte von zurückgehendem Wachstum an Gehölzreihen in der Ackerkultur, dass das sozusagen zahlenmäßig nicht belegbar ist, sondern dass wir gute Ergebnisse haben, die uns zeigen, aha, wir haben eine Stabilisierung der Erträge und teilweise sogar eine Ertragssteigerung. So, und das ist sozusagen die Betriebsperspektive, warum das interessant ist. Und die gesellschaftliche Perspektive von diesem verminderten Verdunstungsstress sieht so aus. Da haben wir ein Klimamodell, das ist schon eine ältere Untersuchung, die ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Und da wurde ein Klimamodell genommen für Mitteleuropa und es wurde rechnerisch, wurden 10% der Ackerfläche umgewandelt in einmal Mais, dann Pappel und dann bewässerte Pappel. Also ein ganz, ganz einfaches Modell, weil die Klimatologen gesagt haben, wir haben ein Klimamodell, ja, womit wir Wetter oder Klima berechnen, Temperaturen, und dieses Modell hat Landschaftswerte als Eingangsgrößen. Also sowas wie Ackerbau im Durchschnitt, ja, mit der und der Kultur produziert die und die Verdunstung, diese und jene Temperaturdynamik. Und das füttert man natürlich mit gemessenen Werten. Und weil die halt eine bewässerte Pappelplantage gemessen haben, haben sie die Werte dafür eben mal mit reingenommen. Man kann es aber als Stellvertreter sehen für eine gut wasserversorgte Gehölzinfrastruktur. Ja? Und hier sozusagen eine nicht so gut wasserversorgte
Gehölzinfrastruktur und hier eine Ackerfrucht, also den Mais. So, und wenn wir 10% der Fläche damit versehen, dann reagiert dieses Klimamodell in der meteorologischen Untersuchung so, dass wir hier eine Abkühlung von einem Grad im Lokalklima bekommen, überall da, wo sozusagen diese Flächen rechnerisch umgewandelt wurden. Und dann sieht man das so ein bisschen, also ich glaube, man kann das so halbwegs erkennen. Dieses Bild ist deutlich blauer als dieses. Ja? Also wir haben mit einer gut wasserversorgten Gehölzinfrastruktur, also lokal Temperaturabsenkungen um ein Grad und regional immer noch um ein halbes bis ein Grad. Das ist interessant, wenn wir sagen, wir haben jetzt gerade in Mitteleuropa 1,5 Grad Klimaerwärmung im Vergleich zum langfristigen Mittel, was sich eben so äußert wie drei Dürrejahre, ein Hochwasserjahr, drei Dürrejahre, ein Hochwasserjahr und so weiter. Wenn wir von dieser Dynamik ein Drittel oder vielleicht sogar zwei Drittel wieder wegnehmen könnten, dann wäre uns allen, glaube ich, geholfen und gerade den Landwirten. Ja, vielleicht auch den Leuten, die an irgendeinem Fluss wohnen oder unterhalb von irgendeinem Hang oder so. Alles, was rutschen kann. Also eigentlich wäre uns allen geholfen, glaube ich. Genau, das ist sozusagen eine interessante Perspektive, wo man sagen müsste, eigentlich sollte die Anreicherung der Landschaft mit Gehölzen, mit produktiven Gehölzen ein Anliegen sein, sowohl für die Leute, die damit wirtschaften, als auch für die Leute, die da leben. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn das wirklich in der Praxis aussehen? Und ich habe es ja schon gezeigt, hier gibt es ein Bild, das sind sozusagen die klassischen Kurzumtriebsstreifen, also hier ist Ackerbau und dazwischen eben Pappeln. Und diese Pappeln werden alle paar Jahre für Hackschnitzel geerntet. Man kann aber zum Beispiel die Pappel, ich bringe jetzt einfach ein paar Beispiele, auch länger wachsen lassen. Das ist ein Bild aus Zentralfrankreich. Und da ist es natürlich heißer als bei uns. Wobei, naja, so Rheinhessen oder vielleicht hier am Main, Weinbauklima, also das ist vielleicht schon vergleichbar. Ich möchte auch nicht sagen, dass jetzt alle Bauern das so machen sollen. Es ist aber eine Anregung. Jetzt bitte mal die Fantasie spielen lassen. Stellen Sie sich mal alle vor, diese Baumreihe hier, die hier so prominent zu sehen ist, die gäbe es jetzt mal nicht. Dann haben wir ein ganz anderes Lichtregime. Wir haben auf einmal einen viel breiteren Ackerstreifen, viel weniger Gehölzanteil in diesem Agroforstsystem. Und jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, diese Reihe Bäume gäbe es nicht und die nächste hier auch nicht, sondern nur die, die hier hinten im Hintergrund zu sehen ist und die hier drüben. Dann haben wir wieder eine ganz andere Dynamik und so kann man sich sozusagen annähern und schauen, ja, was passt denn für mein Klima, für meinen Betrieb? Und deswegen fahren wir sozusagen bis jetzt in Mitteleuropa einfach weniger dichte Systeme. Deswegen sind wir viel mehr im Kurzumtrieb. Aber es kann natürlich auch sein, gerade in den Weinbaugebieten, dass es sein kann, wir haben gute Böden, zum Beispiel in der Flussaue unten, und wir haben heiße Temperaturen, dass solche Systeme in Zukunft bei uns auch sinnvoll sind. Und das Interessante ist, ich bin ja Förster, also ich scheue mich nicht davor, Bäume wieder umzusägen. Sie können das ja auch jederzeit wieder reduzieren. Also dann kann man ja eine Reihe rausnehmen. Also ich weiß, es ist Aufwand, Stöcke roden und so und da wieder Acker draus machen, auf jeden Fall. Das ist Aufwand, aber man hat ja auch einen Ertrag. Ne? Das ist nicht so, dass ich da irgendwas zurückbaue und dann habe ich einen Haufen Schrott, sondern ich habe dann einen Haufen Sägeholz oder, wenn man es gut macht, sogar Wertholz oder einen Haufen Hackschnitzel, mit dem man was machen kann. Ja, eine andere Sache bei diesem Beispiel ist sehr schön. Es ist ein wissenschaftlicher Versuch und man sieht hier unterschiedliche Aufastungsgrade. Hier ist zwei Drittel Kronenlänge, hier ist nur noch knapp ein Viertel Kronenlänge und man sieht eine ganz andere Lichtdynamik. Ja? Also da einfach mal überlegen, wie könnte sozusagen ein tiefengestaffeltes produktives System aussehen und was hat da Sinn. Andere Beispiele sind zum Beispiel Fruchtertragssysteme. Hier sehen wir eine Esskastanienanlage, wo Ackergras drin steht und in den Jahren davor ist dort auch Getreide angebaut worden und man könnte dort also auch wieder Getreide anbauen. Jetzt ist es so, dass diese Esskastanien hier 6 Jahre alt sind auf dem Foto. Mittlerweile sind sie schon älter. Und natürlich, also das ist als Plantage geplant, nicht als Agroforstsystem. Man wird dort irgendwann einen Kronenschluss haben.
Das ist aber auch eine interessante Frage für die Betriebsentwicklung. Wenn man jetzt überlegt, ich bin jetzt Ackerbauer, wie sehen denn die nächsten Jahre aus, die nächsten Jahrzehnte, wie sieht es mit der Hofnachfolge aus, mit was wollen wir denn leben? Ich könnte theoretisch sagen, ich möchte von jetzt 100% Getreideanbau auf irgendwann 100% Baumfruchtanbau. Ich stelle meinen ganzen Betrieb um und mache eine Esskastanienplantage. Möglich. Ja. Man kann aber auch sagen, ich pegel das irgendwo ein und sage, ich möchte einen kleinen Betriebszweig. Ich möchte 10% von meinem Ertrag über Baumfrüchte generieren, weil ich habe einen Vermarktungsweg dafür. Ich bin zum Beispiel Direktvermarkter und kann das irgendwo mit reingeben, in einen Hofladen, in eine Kiste, was weiß ich. Kann aber auch sein, dass ich in der Region, und das gibt es schon teilweise in Deutschland, eine Nussmühle befindet. Ja? Also es gibt Ölmühlen, die zum Beispiel Nüsse annehmen und so weiter. Also es gibt Regionen, wo es das gibt, wo ich sagen kann, ja, wunderbar, ich habe eine Handelsbeziehung, ich werde das auch los. Ich kann 10% von dem, was ich anbaue, Walnüsse sein oder sonstige Baumfrüchte, Trockenobst, was weiß ich. Ja? Nur als Beispiel. Deswegen sage ich immer Baumfrüchte. Das ist ein ganz weites Feld. Also auch damit kann man spielen. Und interessant hierbei ist zum Beispiel auch die hochdichte Pflanzung. Also wenn man so eine Hochertragssorte pflanzt, das ist ganz wichtig, dass man da die richtigen Sorten nimmt. Also hier mal so ein Beispiel zwischen so einer 2,50 Euro Esskastanie aus der Forstbaumschule und einer wirklich veredelten Ertragssorte. Ja, wenn ich da knausrig bin und ich nehme die Esskastanien aus der Forstbaumschule, dann habe ich nach 10 Jahren solche Früchte dranhängen. Wenn ich ein bisschen mehr ausgebe und ich nehme eine veredelte Sorte, dann habe ich nach 3 Jahren die ersten von solchen Früchten dranhängen. Und das sind natürlich noch nicht viele und nicht wirklich verwertbar. Aber wenn ich so dicht pflanze wie in diesem Bild, dann kann ich nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren schon einige Säcke voll machen. Also der hatte in diesem Bild im 6. Jahr 2,5 Tonnen Esskastanien. Ja. Und dann ist noch die Frage, wie man das vermarktet. Also da steckt auch noch die Geschichte eines Marketing-Genies dahinter. Das ist nicht jeder Bauer, das weiß ich. Aber der hat zum Beispiel in den ersten Jahren einfach Kastanien zugekauft, hat immer einen Tag der offenen Tür bei sich gemacht, hat Bratwurst, Glühwein und geröstete Esskastanien verkauft und einen Mordsreibach gemacht, ohne dass seine Plantage schon Früchte getragen hätte. Kann man auch machen. Ja. Muss man wollen, muss man können, aber geht auch. Ja, genau. Und dann sozusagen wieder zu den größeren, einfacheren Systemen, die, denke ich mal, für viele Betriebe deutlich besser darstellbar sind als ein kleinteiliger Fruchtanbau. Ja. Das sind eben so Sachen, wo man sagen kann, wenn irgendwo ein Hackschnitzelkraftwerk ist oder wenn man selber eine Hackschnitzelanlage hat, dann kann man einfach in solchen Streifen hier mit 10 Tonnen Atro pro Jahr pro Hektar rechnen. Und das ist einfach ein signifikanter Beitrag zu dem, womit man eben heizen kann. Das Interessante ist, dass wir damit auch schnell in eine Struktur kommen. Dieses Bild finde ich ganz toll, nicht weil ich da drauf bin, sondern wegen der Pappeln, die da drauf stehen. Also bitte das Augenmerk auf die Kollegen in Grün mit den Blättern lenken. Mal bitte raten, wie alt die sind auf dem Bild. Ich sag's dann. 14 Monate. Und da ist ein Winter dabei. Ja. Die sind im Mai gepflanzt worden, haben 20 Zentimeter aus der Erde geguckt. Und das Bild ist sozusagen im Jahr danach, Ende des Sommers. Das ist eine ganz schön gewaltige Leistung. Und das waren die Dürrejahre 2021 war das System. Und keine Bewässerung, Sandboden unter 20 Bodenpunkte. Keine Bewässerung, nichts. Ja. Also wo wir irgendwie Getreide anbauen können und eigentlich wirklich Probleme damit haben, können wir Pappel anbauen und haben keine Probleme damit. Es ist ein wahnsinnig robustes Gehölz. Es sind natürlich Hybridpappeln. Das sind spezielle Züchtungen aus Belgien, die man nicht so ohne weiteres jetzt überall kriegt. Ja. Aber die sind also zugelassen, gibt es teilweise auch in Bio. Also ist für konventionelle, für Biobetriebe möglich, kein Problem. Und wir haben einfach eine Wahnsinns-Wuchsleistung. Und das Interessante ist jetzt, wenn man auf diesem Foto weitersehen würde, nach rechts und nach links, da ist wirklich kilometerweit nichts. Da ist rechts ist einfach 4 Kilometer Acker.
Und da geht der Wind durch und das trocknet aus. Und jetzt etablieren Sie da mal bitte eine Hecke. Also wenn man jetzt da eine Hecke hinhaben will, das dauert 10 Jahre, bis die so hoch ist, mindestens. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber eine diverse Hecke, ich bin kein Freund von Hybridpappel, selbst dann könnte ich die in dienender Funktion einsetzen, kann sagen, ich pflanze in dieses extreme Steppenklima die Hybridpappel und jetzt, wo ich diesen Windschutz habe, pflanze ich dahinter meine Hecke. Ja? Oder ich lasse das halt mit der Hecke, geht auch. Also ich bin da voll bei den Betrieben. Ich finde Diversität toll, aber wenn man sich jetzt diese Pappelstruktur da mal, diese Pappelmonokultur, muss man ja sagen, wegdenkt, dann wäre da trotzdem viel weniger Diversität. Und wir haben hier, man kann an kleinen Schrauben drehen, ja, man kann natürlich einen gewissen Saumstreifen belassen. In dem Streifen, also ich bin da durchgegangen im zweiten Jahr, da wechseln die Rehe durch, da sind Igel drin, da sind Hasen drin, also da ist eine Wahnsinnsdiversität, obwohl das ein System ist, wo keiner extra was gemacht hat für die Diversität. Da hat jemand einfach nur Hackschnitzel haben wollen und hat trotzdem eben einen gewissen Grad an Vielfalt erzeugt, weil er eine Struktur hingebracht hat, wo vorher keine war. Und die Austrocknung in der Umgebung ist eben auch viel geringer. Das kann man dann zum Beispiel sehen, wenn man sich solche Bilder anschaut. Auch sehr interessant, das ist 8-jährige Pappel und Robinie. Ja, man sieht den Höhenunterschied, unten die Robinie, oben die Pappel. Nicht geastet, weil es hier nur um den Windschutz ging und weil man sozusagen wirklich Biomasse maximieren wollte. Man kann die natürlich aber auch hochasten. Und das Interessante ist jetzt, dass wir hier eine Ost-West-Ausrichtung sehen. Also die Mittagssonne steht hier drüben und wir sehen jetzt hier diese kurzen Schatten und wir sehen aber, wie gleichmäßig hier die Luzerne steht. Und das erklärt sich für mich so, das ist so eine Erfahrung, dass die Luftmassen sich einfach austauschen und auch wenn ich hier so ein dichtes Schattenband habe, dass ich einfach insgesamt eine gute Kühlung hinkriege und dadurch so ein relativ ausgeglichenes Wuchsbild bekomme. Ja. Da ist eine Zwischenfrage. Ja. Ja, das ist eben das, was ich am Anfang meinte. In Agroforstsystemen ist es wichtig, den Wurzelraum zu begrenzen. Also allein, wenn man tief pflügt, ist der Wurzelraum natürlich irgendwo begrenzt, wenn ich da immer wieder lang fahre. Das möchte aber nicht jeder. Und deswegen ist eigentlich die Empfehlung, einen Tiefenlockerer zu nehmen. Ja? Und es muss aber kein Tiefenlockerer sein, jetzt im Sinne eines Fahrgassenlockerers oder so. Ich brauche keine große aufbrechende Schar, sondern ich kann auch einfach, so, also blöd gesprochen, ein Stahlblech durch den Boden ziehen. Ja? Kann mir sozusagen in einer Tiefenlockerer Schar ohne Fuß zum Beispiel an eine Vierkantschiene hinten ranklemmen und fahre da einmal lang. Sozusagen wie ein Messer. Und das Interessante ist sozusagen, wenn ich das von Anfang an sehr nah am Baum mache, ja, wir haben teilweise Agroforststreifen, die sind insgesamt nur 50 Zentimeter breit, also 25 Zentimeter auf beiden Seiten und dann ist schon wieder Ackerkultur. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte zu diskutieren, ob das jetzt Sinn hat oder nicht, aber da sehen wir keinerlei Einbußen beim Getreide, weil die Leute einfach von Anfang an den Boden gestört haben. Und wenn ich eine feine Wurzel anschneide, dann passiert dem Baum nicht viel. Die Wurzel treibt von hinten wieder aus, probiert es neu, aber nach unten. Und wenn ich sie wieder störe, wenn ich 2 Jahre später nochmal da lang fahre, treibt die wieder aus und so lange, bis sie einen ungestörten Bodenhorizont erreicht und dann erst in die Breite geht, wenn sie das überhaupt noch tut. Ja. Also das ist ganz wichtig. Man kann, wenn man die Bäume von Jugend an erzieht, ein sehr schönes Wurzelband in den Agroforststreifen erziehen und kann das notfalls breiter werden lassen. Aber umgekehrt ist eine blöde Idee, weil dann fahre ich halt alte Wurzeln kaputt. Das sollte man nicht machen. Genau. Also das sozusagen auch nochmal als Beispiel. Dann noch ein anderes Beispiel hier zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel. Ja, sehr viele Beispiele. Das ist ein Betrieb, der einen Fokus auch hat auf die Biodiversität. Die haben also auch eine Imkerei und haben hier sozusagen nur an den Bäumen rudimentär gepflegt, Mulchringe aufgebracht und so weiter. Ansonsten hier diese Streifen auch relativ wildwüchsig belassen. Da muss man natürlich sagen, dass das ertragsmäßig und für die Wasserversorgung der Pflanzen nicht so gut ist.
und man vielleicht nicht so schnell in die Produktivität kommt, aber wir haben eben diese Hochstaudenfluren und damit eben auch einen Rückzugsraum für Nützlinge, für Insekten, was natürlich auch einen positiven Effekt hat. Oder Stichwort Streuobst, so ein System hier, das ist ganz interessant, das ist wirklich ein Pionier, der das einfach so gemacht hat, schon vor 15 Jahren. Das sind aber eben Hochstammbäume, also das heißt, die werden mal eigentlich den Raum über diesem Acker dicht machen. Und das ist so ein bisschen was, wo man eben sagen muss, ja, dann habe ich irgendwann wirklich Probleme mit der Ernte und mit der Befahrung. Ja. Ist vielleicht nicht, also es ist ein Designproblem, wenn man das so macht. Aber in dem Stadium sieht es zumindest schön aus. Und wenn man jetzt sagt, das wären zum Beispiel Halbstämme oder sowas, die jetzt sich nicht sonderlich viel weiterentwickeln oder eben auch noch schwachwüchsigere Unterlagen, ja, dann könnte man da sozusagen auch mit so einem System wirtschaften. Nur als Beispiel. Es gibt dann natürlich historische Bilder, wo man hier sieht, relativ dichte Agroforstsysteme mit Ackerbau, mit Gemüsebau dazwischen. Und Stichwort Gemüsebau, hier zum Beispiel ein Hühnerwaldsystem. Also da ist eine Anlage, die ist für Hackschnitzelproduktion und zum Schutz der Hühner. Die Hühner sind jetzt hier gerade nicht auf dem Bild, aber normalerweise fährt hier ein Hühnermobil durch und die Hühner haben sozusagen einen Auslaufbereich, wo sie unter den Pappeln Schutz vor Raubvögeln haben und eben auch noch Schatten, also einfach ihren natürlichen Lebensraum. Und genau, jetzt suche ich meine Maus, wo ist sie? Da. Genau, das sozusagen als weitere Möglichkeit. Und dann gibt es auch Beispiele, wo die Betriebe selber in den Gemüsebau zum Beispiel Obstbäume mit integrieren. Natürlich hier auch noch ein junges Beispiel. Die ganze Agroforstwirtschaft ist in ihrer modernen Ausprägung relativ jung. Deswegen gibt es da wenig Beispiele. Aber wir haben auch weiter historische Beispiele. Hier ein paar Ideen aus dem Weinbau, der hier in der Region durchaus auch eine Rolle spielt. Also die Erziehung von Wein an Bäumen, wo man das wirklich nutzt, um die Reben eben zu halten. Und da gibt es verschiedene Varianten. Also wir haben die Pappel im Weingarten, hauptsächlich in der Funktion Schatten zu spenden. Aber es gibt eben auch diese traditionellen Systeme, also den Weingarten für sich. Und das ist eben interessant, also sozusagen in der Reihe. Das ist nichts für jetzt Maschinenvollernter oder so. Oder eben eine separate Struktur neben den Rebreihen. Ja, also hier auch ein eher traditionelles System. Es könnte natürlich aber auch jetzt irgendwie ein Kurzumtriebsstreifen sein. Oder eben solche Systeme, hier ein Beispiel aus der Schweiz. Ich weiß, das ist jetzt nicht für alle Winzer hier in der Region irgendwie praktikabel, aber es soll sozusagen eine Anregung sein. Und man kann natürlich noch ganz viele Möglichkeiten damit kombinieren. Wenn wir uns die Agroforstsysteme anschauen, die ich so ein bisschen jetzt vorgestellt habe, eigentlich eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass die alle geradeaus gehen. Ja. Also alles, was wir so in der Landnutzung tun, ist irgendwie linear, weil wir arbeiten immer mit einer Arbeitsbreite und einem Vorschub. Also selbst eine Sense hat eine Arbeitsbreite und einen Vorschub. Ne? Deswegen ist alles irgendwie linienförmig. Das meiste jedenfalls, es sei denn, wir haben Tiere, die funktionieren so wie ein Rasenmäherroboter. Das ist eigentlich cool, wa? Tiere funktionieren wie ein Rasenmäherroboter. Also sie bearbeiten chaotisch, irgendwie überhaupt nicht berechenbar. Genau, und damit können wir dann Punktsysteme machen, wie zum Beispiel Streuobstwiesen, die halt flächig beweidet werden. Aber sonst, wenn wir irgendwie mähen oder ernten, sind wir bei linearen Systemen. So, und das sieht man eigentlich überall in der Landschaft, wenn wir uns unsere Landwirtschaft angucken. Also, wie man an diesem Ackerschlag hier sehen kann, haben wir ein lineares System, und zwar ein unidirektional lineares. Ja? Also ein lineares System könnte ja auch kurvig sein, aber hier geht es nur in eine Richtung linear. Und wir sehen auch schon an den Unterschieden hier im Boden, in der Kultur, dass dieses Muster, unser maschinenangepasstes Muster, nichts mit dem Gelände zu tun hat. Und das wird umso offensichtlicher, wenn wir die Geländeformen dazu nehmen, in Form von Höhenlinien und eine Fließpfadmodellierung, die uns mal zeigt, wo sich denn Wasser in der Landschaft bewegt. Ja?
Also wir haben hier eine ganz klare Tiefenlinie, ein klares Tal. Und wir sehen aber auch, wie hier in diesem Bereich hier das Bearbeitungsmuster zum Beispiel Einfluss nimmt auf den Fluss von Wasser. Ja, also normalerweise, also diese schwarzen Linien für die Leute, die vielleicht sich so nicht mit Karten auskennen, die meisten Leute werden ja gut im Kartenlesen sein, also das sind Höhenlinien, hier ist oben, da geht es runter, ja, hier unten, so, und so eine Linie ist halt am Hang entlang. Und normalerweise fließt Wasser immer 90 Grad dazu und jetzt wird das hier abgelenkt in dieses Bearbeitungsmuster rein und damit konzentrieren wir noch mehr Wasser in dieser tiefen Linie. Und an dieser Stelle ist tatsächlich das Problem, dass die Freiwillige Feuerwehr, die hat sich hier schon daran gewöhnt, ständig ausrücken zu müssen, weil bei jedem mittelmäßigen Regen da irgendwie eine Schlammlawine runterkommt. Genau, und das ist natürlich, wenn man jetzt solche Strukturen hat und man hat dann auch noch einen schlichten Ackerbau, wenig Begrünung auf dem Boden, dann sieht das so aus. Ja, und das ist natürlich so, dass jetzt nicht jeder Bauer so wirtschaftet. Wir haben viele Leute, die machen einen guten Ackerbau. Da haben wir eine Dauerbegrünung oder Zwischenfrüchte. Und man muss dazu sagen, das Bild hier macht Oberflächenabfluss sichtbar, weil hier Erosion stattgefunden hat. Also der Abfluss hat sich hier konzentriert und hat in diesen Rillen und Rinnen Geschwindigkeit aufnehmen können und hat damit Boden mitgenommen. Wenn wir eine Begrünung haben oder ein Mulchverfahren, dann haben wir in der Regel ein ungerichtetes Gefüge an der Bodenoberfläche und wir haben natürlich darunter auch eine bessere Porigkeit. Und Niederschlag kann besser eindringen. Aber wenn wir Starkregen haben, dann ist die Aufnahmefähigkeit auch von guten Böden so gering, dass es trotzdem Oberflächenabfluss gibt, meistens. Ja, also nur um da mal so Faustzahlen zu nennen, was sich jeder vorstellen kann, wenn wir ein Regenereignis haben von, ich sage mal, 20 mm aufwärts, kommt eigentlich jedes Jahr vor und das geht auf eine asphaltierte Fläche, dann haben wir 100% Oberflächenabfluss. Ja, das ist vernachlässigbar, was da verdunstet. Wenn wir einen schlechten Maisanbau haben, zur falschen Jahreszeit, sowas hier, dann haben wir immer noch 80% Oberflächenabfluss teilweise. Und wenn wir jetzt einen guten Anbau haben mit einer Untersaat und einer Dauerbegrünung und so, dann können wir auch noch 20% Oberflächenabfluss haben. Ja? Auch im Grünland. Nur man sieht ihn nicht, weil er keine Erosion verursacht. Im Grünland kann man es manchmal sehen, wenn in der Hangmulde irgendwo, also in der Hohlform, das Gras so runterliegt, ja, weil das Wasser darunter gelaufen ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Oberflächenabfluss ist nicht gleich Erosion. Wenn jemand sagt, ja, das gibt es ja bei uns nicht, wir haben hier keine Erosion, wir machen so einen guten Ackerbau, bei uns ist alles begrünt, da fließt ja nichts weg. Doch, tut es, man sieht es nur nicht. Ja, also alle, auch die besten Landwirte, möchte ich behaupten, verlieren Wasser. Die meisten. Wenn es nicht wirklich bretteleben ist und ein super guter Ackerbau, ja, dann kann kaum was wegfließen, höchstens in die Tiefe. So, also wenn wir in irgendeiner Form ein bisschen Geländeneigung haben, ja, 2-3% aufwärts, man sieht es ja auch wieder, Sandboden, ja, hohe Aufnahmefähigkeit, wenig Gefälle, trotzdem Oberflächenabfluss. Ja, also wenn wir irgendwie Geländeform haben, dann fließt Wasser. Und das verlieren wir. Und das ist eben die große Frage, die wir uns stellen müssen, ob wir uns das noch leisten können, dieses Wasser zu verlieren. Ja, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wenn das Wasser erstmal im Fluss ist, da springe ich nochmal zurück auf diese Grafik vom Anfang hier, ja, dann ist es zu spät. Also es ist sehr viel Diskussion um Bewässerung und Brunnen und Entnahmemengen und Grundwasserspiegel und Anstauung von Gräben und so weiter und so fort. Diese ganze Diskussion findet an einem Punkt statt, wo es schon zu spät ist. Weil da ist das Wasser schon im Gewässer, im Vorfluter, im Graben. Es ist schon in einem Wasserkörper und fließt schon weitgehend ohne seine Funktion für Kühlung und Pflanzenproduktion zu erfüllen, einfach ab Richtung Meer. Da ist es schon zu spät. Und auch wenn wir das anstauen und so weiter, bekommen wir nicht sehr viel mehr
Grundwasserneubildung. Das ist einfach ganz wichtig zu sehen. Das heißt, das Wasser muss in der Fläche versickern. Das ist das Wichtige. Und da tun die regenerativen Ackerbauern ganz, ganz viel, auf jeden Fall. Und ich möchte noch eben zusätzlich etwas vorstellen, was sinnvoll sein kann, nämlich eine Anpassung der Bewirtschaftung an das Gelände. Das sehen wir hier mal schematisch. Wenn wir eine Fläche haben, eine Landnutzungsfläche, ja, diese hier zum Beispiel, die ist jetzt einfach geneigt in diese Richtung und weitgehend strukturlos, dann bewegt sich Wasser hangabwärts, logisch. Hier steht A, da unten steht auch noch A, das ist also diese Darstellung. Wir haben viel Wasser, was sich genau hangabwärts bewegt, wenig Versickerung, wenig Verdunstung. Das natürlich immer relativ. Ja. Im Grünland sickert deutlich mehr ein als auf einem schlechten Acker. Völlig klar. Ja. Aber das Prinzip gilt überall. Und wenn ich jetzt eine Querstruktur hier reinlege, zum Beispiel einen Graben oder ein Gehölzband oder beides, wie hier dargestellt, und die hat selbst noch ein Gefälle. Jetzt steht hier 5% Gefälle. Das ist wirklich, wirklich viel. Sagen wir mal 0,5. Ja. 0,5% Gefälle heißt, Wasser würde sich von hier nach dort bewegen und wir bekommen diese neue Abflusskomponente hier und das, was bergab geht, wird deutlich geringer und wir haben eine viel, viel stärkere Versickerung, weil das Wasser hier lange stehen kann, weil es Zeit hat, um zu versickern. Und wenn Wasser sich langsam bewegt, dann trägt es auch nicht mehr zur Hochwasserbildung bei, weil die Hochwasserspitze abgesenkt wird. Also zwei Aspekte. Hochwasserschutz von der Gewässerperspektive. Wir wollen dort nicht zu viel Wasser haben. Die andere Perspektive ist wieder Dürreprävention. Wir wollen als Landwirte das Wasser doch selber haben. Wir wollen ja nicht so viel pumpen und dafür Energie verbrauchen und wir brauchen es ja für unsere Pflanzenproduktion. So, jetzt habe ich ein Beispiel und zwar aus Australien. Achtung, völlig anderes Klima, völlig andere Bedingungen, aber vom Prinzip her wieder interessant. Ich sage nicht, dass die Landwirte hier die Möglichkeit haben, das so zu machen. Ganz wichtig. Wir sehen hier einen relativ großen Landschaftsausschnitt. Ja, also wenn man in Australien eine Landwirtschaft hat, dann hat man in der Regel ziemlich viel Land. Ja. Und keine eckigen Flurstücke, so, die einen irgendwie beschränken. Ja? Also hier kann man wirklich ganze Täler und Hügel bearbeiten. Und das Interessante ist jetzt, hier liegt der Landwirtschaftsbetrieb mit Gebäuden, mit Wegeflächen und das ist der Rücken in der Landschaft, also die hohe Stelle. Und dann gibt es eben so Abflussrinnen, also Bachtälchen hier, das splittet sich hier so auf, ja? Oder hier auch zur Seite runter. Also das ist der Grat. Und Wasser fließt zu beiden Seiten hier runter. So, und jetzt sehen wir, dass hier zum Beispiel ein Graben entlang geht und hier drüben unter diesem Gehölzband ebenso. Und das sind Gräben, die alles Wasser, was hier oben fällt und herunterfließt, sammelt und in dieses Reservoir leitet. Und das liegt an einem völlig unnatürlichen Punkt in der Landschaft, nämlich auf dem Hügelrücken, da wo es runtergeht, also auf der Nase dieses Hügels. Da würde sich natürlicherweise nie Wasser sammeln. Das ist also ein Wirtschaftssystem, was für die Landwirtschaft angelegt wurde. Die andere Form von Stauungen kennen wir in Mitteleuropa viel eher, nämlich im Tal. Hier ganz deutlich zu erkennen, Speicherteiche, einer schon halb leer und der hier noch voll. Jetzt haben diese Speicherbecken einen Grundablass und da kann man sozusagen unten am Damm den Hahn aufdrehen und dann läuft dieses Wasser durch einen Graben, hier unter den Gehölzen verborgen, mit kleinem Gefälle bis in diesen Bereich rundherum. Ja. Und das ist der trockenste Bereich in der Landschaft, nämlich der Hügelrücken. Ja. Alle wissen das, wenn ich eine Hohlform in der Landschaft habe, da fließt Wasser lang, das ist auch auf den Äckern feuchter und auf den konvexen Formen, auf den Rundformen ist es trockener. So, jetzt muss man dazu sagen, das ist ein Grünlandsystem, also ein Weidesystem. Wir haben hier nicht parallele Strukturen. Ganz wichtig zu sagen, weil wir wollen ja eben im Ackerbau oft parallele Strukturen haben. Was man aber sehr, sehr schön sehen kann, ist, dass diese Gräben hier, die den Oberflächenabfluss auffangen und wo auch Wasser gestaut wird, dass man hier reinleiten kann, dass die unterhalb hier in der Dürreperiode das Gras versorgen und es grün ist. Und wenn man das mit einem Gehölzband hier kombiniert, dann ist der Effekt
noch diffuser, besser verteilt. Das liegt daran, dass, ich gehe nochmal zurück auf dieses Schema hier, dass, und das hängt auch damit zusammen, was ich vorhin gesagt habe mit der Wurzelerziehung. Wenn ich so ein Gehölzband habe, dann bildet sich natürlich ein zusammenhängendes Wurzelsystem in diesem Gehölzband, weil Bäume gleicher Art oft auch zusammenwurzeln, durchgehende Kanäle bilden und wenn Wurzeln absterben, ja, dann haben wir Humus drin, dann haben wir wieder Röhrenstrukturen. Also da ist sozusagen eine große laterale oder horizontale Porigkeit im Boden, in so einem Gehölzband. Und das ist wie ein Schwamm, in dem sich Wasser sozusagen entlang des Gefälles dieses Gehölzbandes zieht. Und damit können wir Wasser in der Landschaft umverteilen, also auch im Boden das Hangzugswasser eigentlich aufnehmen und versickern, ja, und leiten. So, das kann man sehr, sehr schön sehen. Wieder zurück zu diesem Bild. Wir haben also eine Bewegung des Wassers aus den Tälern in Richtung der Kuppen mit einem minimalen Gefälle. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, um das zu erklären, ist, wenn man die menschliche Hand nimmt und mal so eine Faust macht, dann ist sozusagen dieser Bereich hier vorne, das ist wie die Flanke eines Tales mit kleinen Rücken und kleinen Tälchen. Und die Idee ist sozusagen, dass wir aus diesen kleinen Tälchen zwischen den Fingern das Wasser auf die Finger raufziehen. Ja, immer in Richtung der trockenen Bereiche. Das ist die Idee dahinter. Dieses Landwirtschaftssystem wurde in den 40er Jahren angelegt in der Nähe von Sydney. Dort hat man 700 bis 800 Millimeter Jahresniederschlag. Aber natürlich ein subtropisches Klima und eine Regenzeit, also hauptsächlich im Winter, im dortigen Winter die Niederschläge und dann eine lange Dürreperiode. Da sind wir natürlich hier anders aufgestellt. Und jetzt ist die Frage, wenn das Australien ist, und so sieht es dann im Bild aus, wie kommen wir eigentlich dazu, da sowas zu machen und was ist die Verbindung zu unserer Landschaft? Das Interessante ist, dieses Bild hier stammt nicht aus Australien, sondern aus Mitteleuropa. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, die sogenannte Oberharzer Wasserkunst in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen. Was hat das miteinander zu tun? Diese Landschaft wurde ab dem ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit angelegt zu Zwecken des Bergbaus. Der Oberharz war das bedeutendste Bergbaurevier der Welt und hat wirklich bedeutende technische Neuerungen hervorgebracht. Und man hat sehr, sehr früh angefangen, Wasserkraft zu nutzen, um die Gruben zu entwässern, also Wasser rauszupumpen, Luft reinzupumpen und auch Menschen und Lasten zu bewegen. Ja, und weil man nichts anderes als Wasserkraft hatte, musste man das eben über Mühlräder machen. Die mussten aber relativ nah an den Gruben stehen und man musste die Kraft irgendwie dorthin bringen. Und wenn man sich diese Landschaft anschaut auf der Karte, sieht das so aus und man sieht eben, dass die Energie des Wassers kaskadenartig genutzt wurde und auch Wasser über weite Strecken um Hügel herum durch andere Bachtäler, wieder über Hügelkuppen rüber, wieder in weite Strecken transportiert wurde, ja, mit natürlichem Gefälle. Schematisch gesehen sieht das so aus. Ja. Und das Interessante ist, der Typ, der das in Australien gemacht hat, Percival Yeomans, der diese Landwirtschaft angelegt hat, der war Bergbauingenieur. Ja. Und wenn man weiß, dass diese Kunstmeister aus dem Oberharz im 18. Jahrhundert massiv nach England abgeworben wurden, um dort diese Techniken einzusetzen, dass die Engländer dann nach Australien gegangen sind und dass die Bergbauhochschulen, an denen Yeomans studiert hat, sicherlich irgendwie von Leuten aus England begründet wurden, dann kann man da ja irgendwie eine Verbindung sehen. Ja? Also irgendwo hat es seine Wurzeln im europäischen Bergbau und in dem Wissen, was dort vorhanden ist, wie man minimale Gefälle nutzen kann, um Wasser von A nach B zu transportieren. Und das sozusagen von der Oberharzer Wasserkunst übertragen auf die australische Landwirtschaft. Ja. Und jetzt ist aber die Frage, das ist natürlich Australien und bei uns sieht es irgendwie anders aus. Ja. Wir haben natürlich eine viel kleingliedrige Flureinteilung und wir müssen mit eckigen Schlägen irgendwie was machen. Und da gibt es interessante Sachen. Zum Beispiel das hier. Also das ist einfach irgendwie so eine Erkenntnis aus meiner Arbeit. Ich habe in den letzten 10 Jahren, naja, nicht ganz, 8, 7, 9,
9 Jahre ziemlich viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken über diese Methodik zu machen. Also der Yeomans aus Australien hat diese Methode Keyline Design genannt, also Schlüssellinien-Gestaltung. Warum? Weil diese Linien in der Landschaft aussehen wie der Bart eines Schlüssels. Ja. Und diese Schlüssellinienkultur funktioniert sozusagen bei uns nicht ganz so, aber wir können andere Sachen machen. Wenn man dieses Beispiel hier nimmt, ein sehr schönes Beispiel, was man schlagbezogen machen kann, um das Wasser in der eigenen Fläche zu halten und die ganze Diskussion, was man jetzt mit Gräben anstauen und so weiter macht, zu umgehen, weil man sagt, wir bringen es in unseren Boden und wir müssen gar nicht mit irgendwelchen Behörden und so weiter da unbedingt interagieren, weil wir nur minimalste Erdbewegungen machen müssen. Also, das Schlagmuster vorher hatte ein Gefälle parallel zu dieser Straße. Das bedeutet, jegliches Wasser ist hier lang gelaufen, dort aufs Vorgewände und runter. Ja, so wie man vorher in dem Bild gesehen hat, wie das Muster, das Befahrungsmuster Abflüsse aufnimmt und weiterleitet. Und wie können wir jetzt auf so einem Gelände Wasser in der eigenen Fläche halten? Wir müssen es auf jeden Fall von den Vorgewänden fernhalten, weil die eben verdichtet sind, weil dort Oberflächenabfluss noch verstärkt stattfindet und es soll in die Fläche hinein. Jetzt ist hier, haben wir ein Design entwickelt, wo sozusagen jede Linie in diesem Bereich des Ackers, ja, also sowohl diese angelegten Blühstreifen hier, wo eventuell mal eine Agroforstpflanzung kommen soll, als auch jede Furche des Bearbeitungsmusters, ein Gefälle von den Vorgewänden in die Fläche hinein, also hier von da nach da und auf dieser Seite auch in die Fläche hinein und dann eine langgezogene Versickerungsstrecke mit null Gefälle haben. Also jede Furche versickert das Wasser in der Fläche und hat sozusagen das minimale Einzugsgebiet bis zur darüberliegenden Furche oder bis zum darüberliegenden Retentionsstreifen. Damit können wir alles an Wasser in der Fläche versickern, bis sozusagen das Stauvolumen der Furchen überschritten ist. Ja, was allerdings nur sehr, sehr selten bei Jahrtausendereignissen der Fall ist. Das ist etwas fundamental anderes, als wenn ich eine klassische Querbearbeitung habe. Ja, wenn ich jetzt einfach nur ein Schlagmuster um 90 Grad drehe und sage, naja, das ist ja quer zum Hang, dann passiert genau sowas, dass ich sage, also bergab wäre so, ja, 90 Grad gedreht ist parallel zur Straße, heißt aber immer noch, es läuft alles hier auf das Vorgewände und runter. Oder noch schlimmer, wenn ich immer bergab fahre und in jeder Fahrspur etwas Wasser verliere, vielleicht auch etwas Erosion habe und dann sage ich, ja, das will ich nicht mehr haben und jetzt drehe ich das Befahrungsmuster um 90 Grad und fahre aber am Hang noch durch die Mulden durch, dann konzentriere ich das Wasser in diesen Mulden und da kann man dann richtig schön Erosion haben. Ja? Also das ist wirklich wichtig, Versickerungsstrecken zu konstruieren, die das Wasser auf lange Strecke verteilen und versickern und die auch stabil sind. Was ich dadurch verliere, ist die Parallelität. Wir sehen hier deutlich, also die Rechtwinkligkeit. Wir sehen hier deutlich eine dreieckige Fläche, die natürlich für die Landwirtschaft etwas unangenehm zu bewirtschaften ist. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Man kann einfach diese Flächen zum Beispiel mit Kulturen füllen, die man sowieso anbauen muss, also ökologische Vorrangflächen, Ökoregelungen, Brachflächen, was weiß ich, was man hier erfüllen muss. Oder zum Beispiel auch eine flächige Energieholzplantage oder aber auch für die Biodiversität eine Hecke oder eben andere Agroforstgehölze. Ja? Also man könnte sagen, hier hat man noch einen kleinen, mehr oder weniger rechtwinkligen Schlag und den letzten Zipfel, der von der Befahrung her ungünstig ist, füllt man eben auf als einzelnen Schlag mit einer Kultur, die man nicht so oft befahren muss. Ja? Das hat man parallel dazu, sozusagen, wenn man hier jetzt parallel fährt, wenn man sich hier die Ecke denkt, habe ich sozusagen wieder eine dreieckige Verschnittfläche. Aber dieser Betrieb hier sagt zum Beispiel, das lohnt sich. Also ja, wir haben Verschnittflächen, aber wir versickern jeden Tropfen Regen in unserer Fläche und deswegen machen wir das. Bei anderen Betrieben, anderer Maßstab, könnte das so aussehen. Ich erinnere nochmal an dieses Bild vom Anfang. Ja, dieses Foto wurde vor der Anlage dieses Systems aufgenommen und zwar von hier unten
nach dort oben. Also wir sehen hier deutlich diese Abflussbahn, wo vorher das Wasser durchgelaufen ist. Und die Erfahrung ist eben auch, dass hier aus diesem Acker jede Menge rausläuft in die Fläche. So, jetzt ist hier gerade eine Gründung drauf. Man sieht hier so Stecken in der Erde. Das sind Bäume, also Pflanzpositionen markiert. Das Ganze werden also Agroforststreifen, die diesem Muster folgen und wo sozusagen Oberflächenabfluss an diesen Gräben aufgenommen wird, hier rübergeleitet wird. Und die Versickerungsstrecke ist in diesem Bereich, weil das hier vorher der trockenste Bereich war und weil in diesem Bereich, also das ist jetzt schon wieder auch ein paar Jahre her, weil hier Gemüsebau betrieben wird und die Feuchtigkeit hier erwünscht ist. Gleichzeitig sehen wir zum Beispiel hier diesen Damm, der hier aufgeschüttet ist, weil wirklich jedes Jahr hier ein Oberflächenabfluss kam, der wirklich schadhaft war. Also hier sind wirklich regelmäßig die Keller vollgelaufen bei diesen Häusern. Da hat man hier einen riesen Damm aufgeschüttet. Und das ist jetzt sozusagen vorbei, weil wir das Einzugsgebiet verkleinert haben und weil wir das eben hier verteilen, anstatt das konzentriert runterlaufen zu lassen. Ja. Das System sieht dann so aus. Das ist recht interessant, weil man hier sehen kann, dass Wasser, was in diesem Graben versickert, natürlich auch hangabwärts im Boden weiterzieht und die Wurzeln dieser Bäume versorgt. Und das bedeutet, ich bekomme einen Zugewinn an Produktivität auch in einer dazwischenstehenden Ackerkultur, weil ja diese Bäume mit der Feuchtigkeit, die sie aufnehmen, die Lufttemperatur wieder absenken. Und weil sie die Luft mit Feuchtigkeit anreichern und weil damit der Verdunstungsstress für ein Getreide oder eine Gemüsekultur geringer ist. Ja? Und damit stehen sie sozusagen länger in der Produktivität. Was man damit noch machen kann, also auch in Mitteleuropa, ist eben Speicherbecken auch am Hang. Das ist möglich, da muss man eben dann auch gucken, ob das statisch passt. Aber nur, um das nochmal zu erwähnen, weil wir das vorher auf dem australischen Beispiel gesehen haben, die Möglichkeit gibt es. Ich komme auf dieses Beispiel später nochmal zurück und werde dann auch noch zeigen, wie das Wasser hier weiter genutzt wird. Wollte nochmal kurz auf die Planungsaspekte eingehen. Wenn man also solche Sachen plant, ist es sinnvoll, sozusagen Hangneigung und Oberflächenabflüsse sich anzuschauen. Und dann ist es aber eben nicht nur das sozusagen Einzige, was zählt, ja, dass man versucht, irgendwie auf den Wasserhaushalt einzugehen, sondern man muss natürlich auch die Aufteilung der Schläge berücksichtigen und eben gucken, ob man irgendwo schlagbezogen arbeiten muss oder ob man tatsächlich Sachen arrangieren kann, also Grünland und Ackerflächen tauschen zum Beispiel, ob man Parallelität hat oder nicht. Also dieses Beispiel hier. Zum Beispiel hier oben haben wir ein Parallelsystem im Ackerbau und hier haben wir nicht parallele Systeme, weil es sozusagen dort so gewünscht war. Das nächste Beispiel hier zeigt wieder ein Parallelsystem und zwar ein recht interessantes, weil wir wieder die Problematik der langgezogenen Versickerungsstrecken sehen. Also wenn ich jetzt hier eine Grabenlinie in das System einbringe, die gelbe hier hat dieses Höhenprofil, dann sehe ich, dass die hier hinten sehr stark ansteigt. Ja, hier habe ich also ein Gefälle in die Fläche hinein, habe dann aber verhältnismäßig lange eine gerade Strecke und könnte die Versickerungsstrecke noch deutlich ausweiten nach hier drüben, indem ich die Grabensohle stärker eintiefe. Und genau das ist in diesem System gemacht worden, um eben, man sieht es, diese Linie hier geht durch den Rücken. Also das ist der trockenste Bereich des Ackers. Und jetzt versickert alles an Wasser immer in diesem Bereich hier. Und damit haben wir die Feuchtigkeitsdynamik ausgeglichen und haben das, was vorher zu feucht war, etwas trockener gemacht. Und das, was vorher zu trocken war, haben wir jetzt etwas feuchter gemacht. Das andere ist, dass in diesem System auch noch ein Rohr verlegt ist und man sozusagen den Pegel auch noch einstellen kann. Aber wenn ich darauf jetzt eingehe, würde das wahrscheinlich etwas den Rahmen sprengen. Genau. Ich wollte noch mal das aufzeigen, wie gesagt, Parallelsysteme. Hier kann man deutlich sehen, dass die Agroforstreihen und auch Versickerungsgräben die Höhenlinien kreuzen. Also ganz klare Ausrichtung, Wasser umzuverteilen in diesen Bereich. Und es gibt auch die Möglichkeit, nur den Ackerbau parallel zu halten oder die Bodenkulturflächen
und Änderungen der Geländeform unterzubringen in solchen Agroforststreifen. Also wir sehen hier einen gleichbleibend breiten Ackerstreifen, ja, und hier natürlich auch. Aber weil sich die Hangform von oben nach unten ändert, ja, also hier haben wir eine deutliche Bogenform und hier ungefähr den Rücken. Und hier unten sehen wir zum Beispiel so eine Welle drin. Ja, da ändert sich einfach die Hangform. Das ist auch wieder Beispiel menschliche Hand. Wenn ich sie ausstrecke und ich habe hier oben einen flachen Hang, irgendwo fängt vielleicht Erosion an oder hat es früher mal gegeben und die Hangform ändert sich von flach auf wellig im unteren Bereich. Das bedeutet, wir müssen die, wenn wir eine flache Versickerungsstrecke haben wollen, hier haben wir wieder den Einlauf in die Fläche und dann die flache Versickerungsstrecke in der Mitte und dann wieder das Gefälle vom Vorgewände. Wenn wir das durchgängig haben wollen, müssen wir sozusagen anpassen, dass die Randfurchen der Ackerschläge oder Versickerungsgräben immer passend sind. Und das wird hier eben bewerkstelligt durch die Ausweitung der Pflanzreihen. Also ein vierreihiger Energieholzstreifen läuft schmaler aus und ist hier hinten nur noch ein zweireihiger Energieholzstreifen. Damit habe ich also die Verschnittflächen durch Agroforst eigentlich gut genutzt. Wenn man solche Sachen plant, diese Planungen, die jetzt da auf der Karte zu sehen sind, die kann man eben mit Differential-GPS in der Fläche ausstecken. Wir können die auch direkt auf den Schlepper spielen und mit dem RTK-Lenksystem in die Fläche bringen. Wenn man jetzt Gräben macht, dann sollte man in der Regel noch mit einem Nivelliergerät arbeiten und kann das eben dann so machen, dass man diese Versickerungsstrecken konstruiert und das Ergebnis ist dann eben eine wirklich langgezogene Versickerung in der Fläche und die Erfahrungen zeigen eben ganz, ganz deutlich, dass die Ackerkultur unten wirklich besser wasserversorgt ist. Also auch in unseren Projekten, die wir schon gemacht haben, ist das die Erfahrung der Bauern. Genau, es gibt auch eine größere Bandbreite an Grabenprofilen, die man anlegen kann, die eben auch bis in die Grabensohle hinein bewirtschaftet werden können, zum Beispiel als Grünlandstreifen oder als Ernteraum für Baumkulturen und oder wo man sozusagen den Ackerbau bis auf ein gewisses Maß an diese Gräben langziehen kann. Also hier, das ist jetzt bei der Anlage, da wird gerade nochmal per Hand eingesät. Und hier würde sozusagen oberhalb der Grabensohle eine Baumpflanzung oder unterhalb der Dammkrone eine Baumpflanzung stattfinden. Und hier ist genau eine Mähwerksbreite Grünland vorgesehen für die Bearbeitung und als Ernteraum für die Gehölzkultur. Und oberhalb schließt dann sozusagen der Ackerbau wieder an. Dann nochmal ein Beispiel über die Hochwasserschutzfunktion. Wie gesagt, das ist Wasser, was in der Fläche steht. Man kann nach starken Niederschlagsereignissen Wasser aufnehmen und versickern, aber auch zum Beispiel nach der Schneeschmelze und das Ganze eben in kleineren Systemen oder aber auch in größeren. Was auch interessant ist, ist, wenn man ohne Gräben arbeitet, einfach durch die, also da, wo man eben gut durchlässige Böden hat und mit wenig Oberflächenabfluss rechnet, dann reicht einfach auch eine Anlage der Baumstreifen in einem Muster, was wirklich konturparallel ist oder ein gewünschtes Gefälle hat. Und wenn man da eine kleine Furche zieht, dann kann man für die ersten Jahre auf jeden Fall, bevor die sich wieder zugesetzt hat, einen gewissen Feuchtigkeitszugewinn erhalten. Und unter den Bäumen hat man dann auch eine Zone, wo Abflüsse wieder reinfiltrieren können. Wenn man mit Speichern arbeitet, nochmal das Beispiel, da, wo ich sagte, da komme ich noch drauf zurück. Hier haben wir sozusagen Hang oberhalb ein Speicherbecken. Und dann ein Graben hier, dort lang und da lang. Und man kann also das Wasser in diesen Graben einleiten zur Bewässerung. Man kann aber auch hier hinten aufmachen und kann das ganze System zur Entwässerung nutzen. Das ist überall da interessant, wo ich stärkere Niederschläge habe. Also ich sage mal 800, 900 Millimeter aufwärts und gleichzeitig aber auch eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit, weil dann kann ich sagen, ich kann mein System befeuchten, kann anstauen, alles an Niederschlag soll gespeichert werden. Und auf der anderen Seite, wenn ich trockene Jahre, feuchte Jahre habe, dann kann ich das wieder, kann ich das auch entwässern. Neben den Gräben ist auch eine Tiefenmeißelbearbeitung interessant, was man zum Beispiel hier sieht mit einem Grasnarbenlockerer im Grünland. Und der Effekt davon ist, das funktioniert ähnlich wie die Wurzelbänder. Also wenn ich mit dem Tiefenmeißel arbeite
und zum Beispiel noch einen Schlepppegel dran habe, also so wie bei einer Maulwurfsdrainage, nur dass ich eben nicht wegfahre, um das, also bergab, um das Wasser wegzubringen, sondern in einem vorher gestalteten Muster, um das Wasser zu lenken, dann beobachten wir eine Umverteilung der Feuchtigkeit, weil natürlich Hangzugswasser an die Schlitzung im Boden rankommt und dann in die Röhrenstruktur geht, die ich mit dem Schleppkegel hergestellt habe und sich entlang dieser Muster bewegt. Und damit kann ich also auch einen Ausgleichseffekt haben und Bereiche wieder anfeuchten, die vorher zu trocken waren. Kommen wir zu einigen Erkenntnissen, die wir dazu haben aus Strukturen, nämlich zum Beispiel der Vergleich Querbearbeitung, ja, mit einer wirklichen Konturanpassung. Und wir sehen eben in der Querbearbeitung, dass wir auch diese Erosionsrinnen haben. Warum? Weil wir eigentlich diese Hohlform hier haben. Man sieht die Höhenlinien leider nicht so. Also sozusagen die Höhenlinien würden so bogenförmig verlaufen. Das heißt, das Bearbeitungsmuster geht bergab und dann wieder bergauf. Und damit konzentrieren wir Wasser in der Mitte dieses Schlages und es läuft ab. Und erst wenn wir eine wirkliche Konturanpassung vornehmen, dann haben wir eine Veränderung. Und das Interessante ist, das ist ein bindiger Boden, aber nur 3,5% Gefälle über die Fläche. Also bei einem sehr geringen Gefälle gab es dort diese Effekte. Die Erosion ist sozusagen auf der Konturanpassung deutlich geringer als als in der Querbearbeitung. Und das Gleiche gilt für die Bodenfeuchtigkeit. Wenn man sich die Bodenfeuchtigkeit anschaut, ist die sozusagen, also die Bodenfeuchtigkeit und die pflanzenverfügbare Feuchtigkeit deutlich geringer in der Querbearbeitung als in der Konturanpassung. Und wenn wir jetzt eigene Beispiele hier aus Brandenburg anschauen, können wir den Feuchtigkeitsindex betrachten, also hier ein Bild von einer Agroforstanlage. Dieser ganze Acker war vorher Acker ohne Agroforst und sah in der Dürreperiode von den Feuchtigkeitsindizes so aus. Und nach der Anlage des Agroforstsystems hatte sich das deutlich verbessert. Das ist allerdings jetzt keine wissenschaftliche Studie, sondern ich habe einfach Momentaufnahmen aus einer mehrwöchigen Dürreperiode rausgesucht. Ja. Also wirklich nur ein Beispiel. Wir sind aber auch gerade dabei, mit akademischen Abschlussarbeiten an der Uni da mal statistisch relevante Daten zu erheben, also dass wir eine längere Serie haben und die wirklich vergleichen können. Dieses System sieht so aus und hier ist eben ohne Gräben gearbeitet worden, aber wir hatten vorher einen Oberflächenabfluss hier herunter, diesen leichten Hügel hinab und jetzt fungiert also hier auch jede Furche des Bearbeitungsmusters als horizontale Versickerungsstrecke und deswegen kann sich Abfluss gar nicht mehr konzentrieren und wir haben wirklich keinerlei Konzentration von Abfluss mehr und die Erosionsproblematik ist damit sozusagen passé. Ja, das also für den Effekt auf dem eigenen Schlag. Wenn man jetzt wieder aus Gesellschaftsperspektive vom Hochwasserschutz her schaut, dann kann man zum Beispiel Einzugsgebiete vergleichen, also hier eine Modellierungsstudie, ein Einzugsgebiet ohne solche Gehölzbänder und wasserhaltenden Strukturen. Und man sieht, dass 5 Tage nach dem Starkniederschlagsereignis das Wasser weg ist aus der Landschaft, ja, also auch nicht in die Böden eingesickert, sondern eben in den Vorflutern, in den Gewässern und bewegt sich damit weg. Und dann ist es zu spät. Und wenn wir solche Strukturen anlegen, dann steht eben in der Wirtschaftsfläche in der Landschaft noch Wasser, was der pflanzlichen Produktion und der Kühlung zugutekommt. Solche Modellierungen haben wir auch in Thüringen schon gemacht für ein Projekt, wobei man dazu sagen muss, dass hier die in der Modellierung durchgängige Fließpfade unterstellt wurden. Das heißt, diese Gräben wurden nicht als blinde Einzugsgebiete gerechnet, sondern die mussten immer einen Auslass haben. Das Wasser musste weiterlaufen. Das heißt, diese Ergebnisse könnten viel, viel besser sein, weil man hier sozusagen modellbedingt Wasser hat weglaufen lassen. Genau. Und damit möchte ich auch so langsam zum Schluss kommen. Wie kann sowas aussehen? Also Agroforstsysteme plus Konturanpassung hier in einem flachen Auslaufgebiet, also sozusagen hier da geht es weiter den Hügel hinauf. Das ist einfach der Parallelversatz davon. Aber hier sehen wir eben Weidesystem. Es kann aber auch eben ein Ackerbausystem sein. Und diese zwei Systeme, Konturanpassung und
nicht konturangepasste Systeme in der Ebene, die miteinander gepaart würden sozusagen eine ja, deutlich klimagerechtere Landschaft schaffen, wo wir viel mehr Verdunstung haben, viel mehr Wasserrückhalt, viel besseren Wasserkreislauf in der Atmosphäre und im Boden und wo dann diese ganze Thematik Wasser für Bewässerung zu pumpen in den Hintergrund treten kann und wir wieder mehr von dem Wasser haben, was natürlicherweise auf unsere Landwirtschaftsflächen fällt und für die Produktivität genutzt werden kann.